Vielen Dank und herzlich und hallo auch aus Berlin. Ich muss mich nochmal entschuldigen, dass das so ein bisschen ruppelig am Anfang war. Das hat aber ganz viel mit unserem Thema zu tun, denn ein Aspekt, ein Resilienzfaktor ist übrigens Optimismus und ein anderer ist unter anderem, dass man Krisen überwindet und dass man positiv an Krisen herangeht und an Stolpersteine und denkt, das wird schon. Das heißt, wir haben uns wahnsinnig resilient geschlagen heute Nachmittag, als kurzzeitig das Internet ausgefallen ist hier. Auch das passiert manchmal in Berlin. So, Frau Sandra Köpper-Jöksch hat mich ja gerade schon vorgestellt, da brauche ich ja gar nicht mehr viel dazu sagen, sondern ich würde gleich direkt ins Thema reinspringen und sagen, okay, Resilienz, Denkmuster in der Krisenzeit, das ist also ein Thema, was ganz stark die Kinder und die Familien betrifft. Also die Frage, wie können wir eigentlich die Kinder dabei begleiten, widerstandsfähig zu werden? Das hat aber natürlich ganz viel mit den Fachkräften auch zu tun, weil auch die ein ganz hohes Maß an Widerstandskraft im Moment brauchen, um diese doch sehr belastende Zeit überhaupt durchzustehen. Und das heißt, wir werden so verschiedene Schwerpunkte uns anschauen. Ich habe gerade gelesen, dass einige von Ihnen mich nicht hören können und keinen Ton haben. Bin ich zu hören, Sandra und Inga? Okay, dann liegt es nicht an meinen Kopfhörern und an meinem Mikrofon. Und Sie sehen, mittendrin statt nur dabei sind wir schon bei der Frage, worum wird es eigentlich jetzt in den nächsten Minuten eigentlich gehen? Ich werde kurz erläutern, was ist eigentlich Resilienz? Da gibt es ja ganz, ganz viel Materialien, ganz, ganz viele verschiedene Definitionen im Moment. Und da ist es ganz gut, wenn wir uns zumindest für die Veranstaltung heute mal auf eine Definition und auf einen Fokus konzentrieren und das mal von verschiedenen Perspektiven angucken. Ich werde was erklären zu Schlüssel- und Schutzfaktoren in der pädagogischen Praxis. Und die Frage, die ich mir schon im ersten Lockdown gestellt habe, ist, wie kann eigentlich eine pädagogische Begleitung von Familien und Kindern ausgerichtet sein, die besonders diejenigen Kinder unterstützt, die vielleicht nicht so resilient sind, die nicht so unbeschadet und so gestärkt aus Krisenzeiten hervorgehen wie vielleicht andere Kinder. Denn die Kinder sind ja zum Teil sehr unterschiedlich ausgestattet. Grundsätzlich können wir jetzt mal sagen, das Konzept der Resilienz, also die innere Widerstandskraft, ich nenne das, wenn ich mit Fachkräften arbeite und mit Teams immer gern, die Kraft, ein Kaktus zu sein. Ja? Also die Kraft, mich zu wehren und meine Stacheln auszuschießen und zu sagen, okay, das halte ich jetzt durch. Das rückt zunehmend in unseren Fokus, also auch bei der Frühpädagogik. Ursprünglich, ganz, 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 ganz am Anfang kam das eigentlich aus der Materialforschung, weil geguckt worden ist, inwiefern Materialien bestimmten Widerständen trotzen können. Und es geht nun also darum, dass wir bestimmte Schlüsselfaktoren identifizieren können, weil wir uns in einer wirklich noch nie dagewesenen Krise in dem Format befinden und wir wissen müssen, was können wir eigentlich leisten, was müssen wir vielleicht auch leisten, damit die Kinder und Familien, mit denen wir arbeiten, halbwegs unbeschadet aus dieser Zeit hervorgehen. Was können wir auch machen, damit unsere Kolleginnen auch unbeschadet daraus hervorgehen? Und ich habe mir folgenden Fahrplan überlegt, also kurz was zur Resilienz, dann kurz was zu den Schutzfaktoren und dann möchte ich gern was zur Ambivalenzachse sagen, nämlich zu der Schwierigkeit und dem Dilemma, in dem wir uns befinden, nämlich zwischen der eigenen Erschütterung und der eigenen Irritation und auch Hilflosigkeit der Situation gegenüber und andererseits aber die Aufgabe an uns, Sicherheit zu transportieren an die Kinder, ein sicherer Hafen für Kinder zu sein und die Einrichtungen, in denen wir arbeiten, auch sicher zu gestalten. Das heißt, einerseits erlebe ich also Unsicherheit und andererseits soll ich Sicherheit geben. Das kann durchaus sehr ambivalent sein und das wird sozusagen unser Abschluss heute sein. Grundsätzlich, Sandra Köpper-Jöksch hatte schon gesagt, die PDF wird es am Ende zum Runterladen geben und wenn Sie Fragen haben, können Sie am Ende ganz viel fragen und auch gerne sich anschließend nochmal bei mir melden. So, Definitionen gibt es zur Resilienz zuhauf. Wenn Sie mal googeln, wenn Sie mal Bücher aufschlagen, das ist jetzt also nichts, was in den letzten 2 Jahren besonders neu erfunden worden ist, aber was besonders in dem letzten Jahr in den Fokus gerückt ist, da gibt es verschiedene Definitionsansätze und zum Teil auch
populärwissenschaftliche Ansätze. Also das heißt, wir haben auch häufig in den Wirtschaftswissenschaften oder selbst in einschlägigen Magazinen den Begriff der Resilienz, wo es immer darum geht, wie können wir auch widerstandskräftig sein, wenn wir in belasteten Situationen uns eigentlich befinden. Ich habe mal 3 verschiedene Definitionen rausgesucht, weil ich das so spannend fand, mal zu gucken, welchen unterschiedlichen Fokus die einzelnen Definitionen setzen. Hier haben wir einmal die Definition aus den Oxford Languages, die sagen, Resilienz ist die psychische Widerstandskraft beziehungsweise die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Okay, da geht es also darum, dass wir sie grundsätzlich überstehen. Da ist nicht die Rede von Weiterentwicklung oder von ich habe was aus der Krise gelernt oder was auch immer, sondern es geht wirklich nur darum, ich überstehe diese Krise oder diese schwierige Lebenssituation. Definition Nummer 2 ist von Klaus Lieb, der ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie beim Deutschen Resilienzzentrum in Mainz. Und Klaus Lieb hat gesagt, Resilienz ist die Eigenschaft, auch nach elementaren Krisen rasch in einen seelischen Normalzustand zurückzukehren, wobei man von einer Fähigkeit ausgeht, die prinzipiell jeder erlernen und trainieren kann. Man muss dazu sagen, ich werde nachher noch mal was zu unterschiedlichen Ansätzen der Resilienz sagen. Und er gehört eben zu denjenigen, die sagen, das bezieht sich hauptsächlich auch auf Fähigkeiten beziehungsweise auch auf Kompetenzen, die man erlernen kann, also die jetzt nicht etwas mit meinem Charakter, meinem grundsätzlichen Temperament zu tun haben. Und das Interessante ist, dass er auch davon ausgeht, dass es im Grunde darum geht, zu dem zurückzukehren, also seelischer Normalzustand, das, was er so nennt. Und auch hier ist der Aspekt der Weiterentwicklung oder des Vorankommens überhaupt gar kein Thema, sondern es geht wirklich nur darum, durchzustehen, durchzuhalten und zurückzukehren zu dem, was er eben seelischer Normalzustand nennt. Die Definition Nummer 3 ist aus dem Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik von Werner Stange. Das können Sie googeln, da stehen ganz, ganz viele interessante Sachen auch drin. Und da steht ganz allgemein betrachtet, ist Resilienz die Fähigkeit, auf wechselnde Lebenssituationen und Anforderungen in sich ändernden Situationen flexibel und angemessen zu reagieren und stressreiche, frustrierende, schwierige und belastende Situationen ohne psychische Folgeschäden zu meistern. Das heißt, solchen außergewöhnlichen Belastungen ohne negative Folgen standzuhalten. Also auch hier geht es wieder darum, dass wir die Situation meistern, dass wir standhalten, aber sie nimmt viel mehr konkreter in den Fokus, wie diese Situation eigentlich gestaltet sein können, wenn wir von Krisensituationen sprechen. Das heißt, das sind nicht nur schwierige Situationen, wie in den anderen beiden Situationen benannt ist, sondern er sagt schon ganz konkret, das können Stresssituationen sein, das können Frustrationsmomente sein, das können sehr schwierige Situationen sein, was etwas auch im Auge der Betrachterin liegt und sehr belastende Situation. Und wenn ich mir das mal anschaue, en Detail, dann stelle ich also fest, das finde ich aktuell als Arbeitsbedingung für die Fachkräfte 1:1 genauso wieder. Das heißt, was wir im Moment auch brauchen, sind Fachkräfte, die durch und durch resilient sind, um mit diesen außergewöhnlichen Belastungen umzugehen, ohne daraus negative Folgen für sich herauszunehmen. Grundsätzlich ist das also total spannend, sich überhaupt mal die Begrifflichkeit anzuschauen, um zu verstehen, mit welcher Herangehensweise die einzelnen Menschen sich das eigentlich angucken und aus welchem Fachbereich sie eigentlich kommen. Und so wie es natürlich diejenigen gibt, die sagen, Resilienz braucht es unbedingt und Resilienz muss ein Thema sein, besonders in der Pädagogik, gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, Vorsicht, wir sollten auf jeden Fall sehr differenziert und kritisch drauf gucken. Und interessant ist, dass Margit Stamm und Isabel Halberkann gesagt haben, wir müssen genau gucken, dass dieser Begriff nicht verbrannt wird, weil er für alles herhalten muss, was sozusagen auch Situationen sind, die Kinder meistern müssen bzw. nicht meistern müssen. Das heißt, es gibt auch Situationen, da gilt es nicht darum, die Kinder nur zu stärken und zu sagen, da kennen Sie vielleicht das Sprichwort, da muss er durch, da lurch, wenn er Frosch werden will oder nur die Harten kommen in den Garten oder das Leben ist kein Ponyhof. Das sind ja genauso Sprichwörter, die so ein bisschen
plakativ formulieren, was in dem Konzept von Resilienz drinsteckt. Und die beiden Forscherinnen haben in ihrem Buch 2015 schon geschrieben, wir müssen genau drauf gucken. Sie sagen, der Begriff ist fast bedeutungslos und zu einem Modebegriff geworden. Es ist eine Fülle von Interventionsangeboten entstanden, die glauben machen, es sei ganz leicht, Kindern den richtigen Weg zu weisen. Und sie verweisen halt ganz stark darauf hin, dass es nicht stimmt, alles mit Resilienz zu legitimieren und zu sagen, naja, da wird das Kind hinterher gestärkt daraus hervorgehen und wir müssen das Kind ja nur genug stärken und dann kann es da überall, da kann es das alles schaffen. Denn das rechtfertigt nicht, dass Kinder in bestimmten Situationen ausgesetzt sind, die unfair sind, die diskriminierend sind, die ausgrenzend sind, die verletzend sind und wo es an uns ist, auch zu gucken, dass wir diese Situationen auch abbauen, dass wir Barrieren abbauen, dass wir also nicht nur darauf gucken, Kinder zu stärken, sondern dass wir auch gucken, dass wir solche Risikosituationen abbauen. Und die beiden Forscherinnen plädieren dafür, dass wir immer beides im Blick behalten und nicht in diese Falle tappen, zu sagen, wir müssen die Kinder nur ganz, ganz doll stärken und dann können die alles schaffen, was sie wollen. Denn das leugnet ein bisschen, wie gesellschaftliche Strukturen verankert sind und wie gesellschaftliche Machtverteilung also insgesamt aufgeteilt ist. Grundsätzlich gilt erstmal, dass Krisen und krisenhafte Situationen Teil unseres Lebens sind und dass wir alle im Laufe unseres Lebens mindestens eine, wenn nicht sogar mehr, krisenhafte Situationen erleben. Manchmal nehmen wir die gar nicht als solche wahr. Also für viele Kinder zum Beispiel ist eine der wichtigsten Krisen die Eingewöhnungszeit in der Einrichtung, wo sie sich von den Eltern lösen und wo sie sich sozusagen eingewöhnen in neue Kontexte, in neue Gruppenstrukturen, in der Interaktion mit Kindern. Und das ist häufig eine der ersten oder wichtigsten Krisenzeiten überhaupt für Kinder, wo es ganz, ganz wichtig ist, das durchzustehen und daraus auch zu wachsen. Und die Resilienzforschung untersucht genau das und die untersucht, wie wir mit diesen Krisen eigentlich umgehen und auf welche persönlichen und sozial gelernten Ressourcen wir dabei zurückgreifen. Und hier sehen wir schon, dass die aktuelle Resilienzforschung durchaus unterscheidet, nämlich zwischen persönlichen Ressourcen, die ich vielleicht auch ein Stück weit mitbringe, aber auch sozial gelernten Ressourcen. Also sprich das, was ich von anderen mir abgeschaut habe, was ich selber gelernt habe, was ich nachahme, was ich an Vorbildern um mich herum habe und wo mir vielleicht auch Menschen geholfen haben und mich begleitet haben, bestimmte Strategien überhaupt zu entwickeln. Das heißt, Resilienz ist, und das macht es auch so wunderbar, sich mit Resilienz zu beschäftigen, das ist ein Konzept, das eher präventiv ist und eher ressourcenorientiert ansetzt. Das heißt, wir schauen mit einem kleinen Auge auf Risikofaktoren, aber viel, viel mehr gucken wir auf vorhandene oder mögliche Ressourcen und Schlüsselfaktoren und auf Schutzfaktoren, also alles, was stärken kann. Ich sage es nochmal, ohne dabei natürlich zu vergessen, dass es institutionalisierte und gesellschaftliche Strukturen gibt, die es gleichzeitig auch gilt abzubauen. Ja? Aber das Empowerment, das Stärken der Menschen, das Stärken der Kinder ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, um diese Widerstandskraft zu entwickeln, um diese Ressourcen zu entwickeln, auch Krisen zu meistern, ohne dass daraus negative Folgen entstehen. Was sind jetzt Schlüsselfaktoren oder Schutzfaktoren oder die Säulen der Resilienz? Und Sie werden, wenn Sie das suchen, ganz, ganz viele verschiedene Aussagen dazu finden, etwas verwirrende Aussagen auch. Und ich habe mich mal auf zwei Ansätze, weil das die beiden Hauptansätze sind, um die es in der ganzen Resilienzdebatte eigentlich geht. Das sind einmal die 7 Säulen der Resilienz, die basieren auf Jutta Heller, die wiederum sich auf Karen Reivich und Henri Chatet bezieht von 2002. Das sind die 7 Säulen. Das haben Sie bestimmt schon ganz häufig gehört. Und wenn Sie das googeln, werden Sie ganz, ganz viel Material dazu finden. Und das andere Modell, der andere Ansatz ist von der Amerikanischen Psychologenvereinigung und die haben diese Resilienz und diese Schutzfaktoren nochmal ein bisschen ausdifferenziert, nochmal ein bisschen genauer formuliert und geguckt, wie kann man das nochmal ein bisschen handhabbarer für die Menschen eigentlich machen, sodass ihnen das auch hilft, diese Strategien gegebenenfalls sich selber zu erarbeiten. Und hier sehen Sie diese Schlüsselfaktoren. Ich hoffe, man kann sie gut lesen.
Und zwar sehen Sie einmal auf der linken Seite die sieben Säulen der Resilienz nach der Frau Heller. Das ist Optimismus gehört dazu. Also das, was ich eingangs sagte, wenn das Internet manchmal zusammenbricht, den Optimismus zu haben, zu sagen, das wird schon, das klappt, auf jeden Fall kriegen wir uns hier wieder online. Und nicht zu verzweifeln und hektisch zu werden. Dazu gehört auch Akzeptanz, also das Anerkennen von schwierigen Situationen als Teil des Lebens. Und das, Sie kennen das vielleicht vom Fahrradfahren auch, dass wir sagen, man muss auch manchmal einfach hinfallen, um das Aufstehen wieder zu lernen. Wenn immer nur alles gut laufen würde, würden wir das vielleicht gar nicht wissen und gar nicht an uns kennenlernen. Die sieben Säulen sagen auch es braucht eine Lösungsorientierung. Also wer gut ist darin, Strategien zu haben, Lösungen zu finden und nicht nur zu sagen, das klappt jetzt nicht, da kann man leider nichts machen, sondern zu sagen, okay, auf diesem Weg klappt das nicht, vielleicht finde ich eine andere Möglichkeit, das Problem zu beheben. Und was ganz Praktisches, vielleicht kennen Sie das, Weihnachten ist jetzt noch nicht ganz so lange her, mein Geschenkband war alle und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Na, dann habe ich mir was einfallen lassen und einfach etwas anderes genommen an Material und anders eingepackt, weil der Möglichkeiten gibt es viele. Dann gehört als eine Säule des Heller-Modells auch dazu, dass wir die Opferrolle verlassen, also dass wir nicht die anderen immer verantwortlich machen für das, was uns passiert, sondern dass wir uns selber als handelnde Person wahrnehmen, also als diejenige, die in der Lage ist, aktiv zu werden, selber zu gestalten und zu sagen, das ist mir passiert, das war ungerecht und ich kann trotzdem aktiv bleiben. Ich muss nicht warten, dass mit mir was passiert. Und dazu gehört auch Verantwortung zu übernehmen und zwar auch nicht nur für sich, sondern auch Verantwortung für die anderen, Verantwortung für die Rahmung, in der ich mich bewege und in unserem Fall in der Interaktion mit den Kindern und mit den Eltern auch zu sagen, da passieren vielleicht auch gerade ungerechte Sachen oder Eltern, die gerade ganz, ganz viele Bedürfnisse äußern und auch Verantwortung zu übernehmen. Ich habe gerade das Beispiel im Kopf, dass manchmal Eltern kommen und sagen, ich will, dass mein Kind keinen Mittagsschlaf macht, damit es abends früher müde ist. Und da als Fachkraft zum Beispiel zu sagen, ich übernehme Verantwortung, ich positioniere mich und sage den Eltern, das verstehe ich, dass sie sich das wünschen. Ich erkenne auch ihr Bedürfnis nach Schlaf an und trotzdem werde ich die Kinder hier nicht zwanghaft wach halten. Das ist nämlich Folter und das machen wir in der Einrichtung nicht. Und insofern übernehme ich da Verantwortung und es kann auch sein, dass ich dann manchmal mich positionieren muss und auf Widerstand treffe. Eine der Säulen ist auch Netzwerkorientierung, also das sich verbünden mit anderen. Ja, in den Dialog treten, mit anderen sprechen, Gemeinsamkeiten finden, über Unterschiede sprechen, aber sich eben vernetzen und sagen, du hast eine Ressource, die ich nicht habe, ich habe vielleicht eine Ressource, die du nicht hast, wäre das nicht schön, wenn wir gemeinsam da Wege finden könnten? Das ist übrigens etwas, was dem NIFBA außerordentlich gut gelingt, sich zu vernetzen mit anderen Kolleginnen und ein großes Netzwerk an Fachkräften aufzubauen. Und als letztes noch die Zukunftsplanung, also der unbändige Glaube daran, dass es überhaupt eine Zukunft gibt und dass man die gestalten kann. Das müssen übrigens keine 5-Jahrespläne sein. Das wird manchmal ein bisschen falsch verstanden, dass man 5- oder 10-Jahrespläne braucht. Aber zumindest eine Vorstellung davon zu haben, was möchte ich eigentlich in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht im nächsten Jahr? Will ich vielleicht mal wieder in Urlaub fahren oder in den Wald gehen oder möchte ich eventuell mal wieder meine Großmutter anrufen? Das sind alles so Pläne, die man machen kann. Und wenn Sie jetzt nach rechts gucken und sehen, was die APA sich überlegt hat, also ne, ich sage nochmal, die amerikanische Vereinigung der Psychologinnen dort, die sagen im Grunde etwas Ähnliches, nur noch ein bisschen ausdifferenzierter. Zum Beispiel bei Optimismus formulieren sie es eher als Aktion, als Aktivität. Sie sagen nicht nur, sei Optimist, weil sie ganz klar benennen, das ist zu wenig praxisnah für die Menschen. Sie können so wenig damit anfangen zu sagen, sei mal optimistisch, sondern sie versuchen das mit einer Aktivität zu verknüpfen, weil sie sagen, das hilft den Menschen auch zu verstehen, dass ich was machen kann, ne? Optimistisch bleiben und nicht nur sei so, sondern sich das auch zu erarbeiten. Zu Akzeptanz sagen sie, es geht darum, Veränderungen als Teil des Lebens zu akzeptieren und nicht nur zu sagen, das Leben ist so, wie es ist, sondern auch anzuerkennen, dass sich Sachen verändern und dass das immer auch eine negative Seite hat, aber immer auch was Positives. Und wenn wir das auf Corona beziehen, erleben wir das ja aktuell ganz stark, ja, dass die Leute sagen, hoffentlich ist es bald wieder vorbei. Und
wichtig ist, wenn wir das mit Resilienz versuchen zu verknüpfen, dass es also nicht nur darum gilt zu hoffen, dass Corona bald vorbei ist, sondern diese Entwicklung, die wir durch Corona in dieser Gesellschaft erlebt haben und auch dieses Virus selbst als Teil dieses Lebens mittlerweile anzuerkennen und zu sagen, okay, das stimmt, wir waren in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich häufig betroffen von großen Krankheiten oder Pandemien. Das sieht woanders auf dieser Welt ganz anders aus. Und vielleicht müssen wir damit leben, dass das zukünftig öfter mal ein Thema in dieser Gesellschaft ist und dass wir andere Strukturen und Strategien brauchen, in solchen Situationen, Krisensituationen damit umzugehen. Ich sage nur das Stichwort Maske. Ja, der Mundschutz ist jetzt eben Teil unserer Lebensrealität geworden. Und das ist nicht immer schön. Mich strengt es auch manchmal an, vor allem wenn ich Treppen steigen muss. Ja, dann merke ich so, ich kriege gar nicht so richtig Luft. Aber ich weiß, es ist jetzt Teil meiner Lebensrealität und damit kann ich total gut leben. Und wenn wir uns dann die nächsten zwei Punkte angucken, sagt die APA, Krisen nicht als unüberwindbare Probleme einzustufen, sondern sie schon als Krise wahrzunehmen und als etwas, was sich unangenehm anfühlt und was mich auch herausfordert und was mich anstrengt, richtig, richtig anstrengt und auch Ressource von mir bündelt und Ressource von mir braucht. Aber sie sind nichtsdestotrotz nicht unüberwindbar. Das heißt, kennen Sie die Sprichworte? Nach jedem Berg kommt wieder ein Tal und nach Regen kommt Sonnenschein. Wir haben so schrecklich, fürchterlich viele Sprichwörter, die das so ein bisschen illustrieren, was ich Ihnen gerade versuche zu sagen, dass nach jeder Krise immer auch etwas Neues sich entwickelt. Und wenn wir das sozusagen in unser Selbst verankert haben und als wahrhaftig ansehen, also wenn wir daran glauben, dass es wirklich so ist, dann ist das ein ganz wichtiger Schutzfaktor, den wir in uns tragen. Interessant fand ich auch nochmal den Unterschied zwischen den 7 Säulen und den 10 Resilienzfaktoren der APA, wenn es um diese Opferrolle geht. Weil das nochmal ein bisschen genauer sich auszudifferenzieren, fand ich spannend, weil die APA sagt, wichtig ist, die positive Selbstwahrnehmung zu fördern. Bevor wir überhaupt über diese Opferrolle sprechen, gilt es überhaupt, das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl und die Selbstwahrnehmung der Menschen zu fördern, zu bestärken und zu unterstützen. Also das klassische Empowerment, wie wir das aus ganz viel Antidiskriminierungsarbeit eigentlich auch kennen. Was wir übrigens auch aus der Partizipation kennen, wenn wir mit Kindern arbeiten, dass es immer darum geht, die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken und den unbändigen Glauben daran, ich bin etwas wert, ich kann etwas, ich bin wichtig und ich bin richtig. Und gleichzeitig die Menschen auch zu begleiten, selbstreflektiert zu sein und drauf zu schauen, wenn mir etwas nicht so gut gelingt, nochmal drauf zu gucken. Ich lese jetzt nicht alle dieser 10 Faktoren der APA vor. Mir ist nur wichtig, dass Sie sie einmal gehört haben. Diese, wie gesagt, PowerPoint können Sie sich ja ausdrucken und das auch nochmal nachlesen. Es ist nur so, dass der große Unterschied zwischen den 7 Säulen von Frau Heller und der APA einfach nur ist, dass die APA versucht hat, konkretere Handlungsempfehlungen in diesen Faktoren zu formulieren, sodass diejenigen, die das lesen, diejenigen, die versuchen, sich selber hinsichtlich ihrer Resilienz zu überprüfen, etwas mehr Handlung an die Hand bekommen, etwas mehr genauer wissen, was sie eigentlich machen können oder sollen. Beiden ist gleich, beiden Modellen, dass sie eine bunte Mischung sind aus Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden, weil ich springe noch mal ganz, ganz kurz zurück auf die Folie. Denn zum Beispiel proaktiv sein und eine Entscheidung treffen, das ist eher eine Fähigkeit, das ist etwas, was ich machen kann. Das ist auch etwas, also eine Entscheidung treffen, leichte Entscheidung zu treffen, das ist etwas, was ich lernen kann. Wohingegen zum Beispiel optimistisch bleiben oder mich als etwas selbst Wert fühlen, das ist etwas, was ich nicht so gut selber lernen kann, was eher etwas mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Und das ist gar nicht so leicht, immer voneinander trennscharf zu bekommen oder auch trennscharf sich anzuschauen. Aber in diesen Modellen ist das ganz wichtig, dass sowohl Frau Heller als auch die APA immer gucken, wo setzen wir, wenn es um Bestärkung und Empowerment, um resilienzstärkende Maßnahmen geht, wo setzen wir an? Und da wird grundsätzlich eher bei den Verhaltensweisen angesetzt als bei den Fähigkeiten, weil gesagt wird, manchmal speisen sich die Fähigkeiten dann aus diesem
immer wieder stetigen Verhalten, was wir an den Tag legen. Aber Verhaltensweisen können wir selber bestimmen, die können wir auch kontrollieren, die können wir reflektieren und alles andere ist ein etwas schwierigerer Prozess. Jetzt habe ich eine Hypothese für Sie. Ich habe das vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, als ich über die Definition gesprochen habe. Ich behaupte und habe die Hypothese, dass Krisen bzw. krisenhafte Situationen häufig auch Anlass bieten zur Entwicklung bzw. Weiterentwicklung. Ich habe ja vorhin in den Definitionen schon gesagt, die haben alle so einen Kern inne, nämlich dass es hauptsächlich darum geht, die Krisen zu überleben. So. Und bei dem Zitat, das bei dem zweiten Zitat, Zitat von dem Kollegen aus Mainz vom Resilienzzentrum, ging es sogar darum, zum seelischen Normalzustand zurückzukehren. Ich würde gerne diese Definition von Resilienz erweitern, weil ich merke, mir reicht das noch nicht aus zu sagen, es geht darum, sie durchzustehen, sondern krisenhafte Situationen, Krisen selbst können, wenn wir sie aufarbeiten und wenn wir sie reflektieren, durchaus auch das Potenzial haben zur Weiterentwicklung. Und ich bin nicht die Einzige, die sich diese Fragen stellt. Ich bin auch nicht die Einzige, die diese Hypothese verfolgt, sondern ich stütze mich da auf die Untersuchung von Florian Roth. Der arbeitet am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Sie können ihn gerne mal googeln. Der hat ganz, ganz, ganz tolle Videos auch gemacht, leicht verständliche Videos zu dem, was er eigentlich forscht und was der untersucht. Der untersucht nämlich soziotechnische Innovationen, die Gesellschaft verändern können. Das heißt, der untersucht Resilienz und guckt, inwiefern Krisen, also auch über einen historisch längeren Zeitraum, welche Auswirkungen diese Krisen auf Gesellschaft haben, wie Gesellschaft darauf reagieren kann und welche Innovationen, also technischen Errungenschaften, vielleicht auch aus bestimmten Krisenzeiten hervorgegangen sind. Und er sagt, Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit, also Resilienz als es selber, sind Strategien, die es in Krisenzeiten nämlich ganz, ganz dringend braucht. Und er hat beobachtet und geforscht und, wie sagt man, herausgefunden, dass es seiner Meinung nach hauptsächlich zwei Entwicklungswege gibt, wie Gesellschaften nach Krisenzeiten sich weiterentwickeln können, beziehungsweise welche einschlagen. Einerseits benennt er das Bounce Back. Bounce, das englische Wort für so ein bisschen springen. Und Back heißt sozusagen zurückspringen. Oder Bounce Forward, also sprich so ein Sprung nach vorne. Und er sagt Sprung deswegen, weil das häufig ganz schnell passiert, weil diese Krisen einen so erschüttern, weil die häufig gesellschaftlich solche Erschütterungen zutage bringen und die Menschen so sehr irritieren, dass die Weiterentwicklungen, die da folgen, sich wie Sprünge anfühlen, also wirklich sprunghaft stattfinden. Und besonders lohnend ist das, wenn Gesellschaften es schaffen, aus solchen Krisenzeiten in ein Bounce Forward zu gelangen. Also das heißt, wenn sie aus dieser Krise nach vorne springen und neue Entwicklungen als etwas Positives anerkennen und mit einer positiven Grundeinstellung und Grundhaltung auf die Krise gucken und sagen, das stimmt, es war schwer, es ist anstrengend, es ist wahnsinnig belastend, aber es bringt auch im Moment ganz, ganz viele neue Ideen, Strategien und Innovationen zutage. Wenn wir das jetzt mal ganz kurz auf unsere aktuelle Situation beziehen, dann ist die Situation, und das will ich gar nicht leugnen, unglaublich belastend für viele, viele Familien, für viele Kinder vor allen Dingen, für die Fachkräfte in den Einrichtungen. Das will ich nicht schönreden, das ist nicht schön und das ist unglaublich belastend. Und gleichzeitig gibt uns diese Krise aber Gelegenheit, wie mit einem Brennglas auf die Sachen zu gucken, die bisher sowieso schon nicht gut liefen und plötzlich sind wir gezwungen, uns neue Sachen einfallen zu lassen, die über kurz oder lang unser Leben vielleicht hoffentlich auch ein bisschen leichter gestalten. Also wie jetzt zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gibt, einen Vortrag zu halten, ohne dass ich extra irgendwo hinreisen muss, ohne dass Sie irgendwo hinreisen müssen und Sie können von überall auf dieser Welt teilhaben und zugucken. Und das ging vor Corona auch schon, aber die Bereitschaft dazu, die technischen Möglichkeiten, die viele, viele Leute sich jetzt plötzlich zu Hause angeeignet haben, das war vielleicht vorher einfach noch nicht so weit vorhanden.
Das Bounce Back ist also ein ganz wichtiger Entwicklungsweg, den wir einschlagen können. Ich will aber nicht sagen, dass das Zurückspringen des Bounce Back etwas Negatives wäre, sondern das basiert auch auf Ängsten und auf Befürchtungen und Sorgen der Menschen, weil sie diese neuen Errungenschaften, vor allen Dingen, wenn sie technischer Natur sind, nicht immer sofort verstehen. Also wenn Sie sich mal Zitate angucken, die gesagt worden sind, als das Telefon erfunden worden ist und die ersten Telefone in Haushalten waren, da waren auch nicht alle Menschen total begeistert, im Gegenteil, sondern es wurde auch unglaublich abgelehnt, ja, weil das wirklich echte gesprochene Wort so wichtig war. Und insofern ist das also ganz spannend, auch das Bounce Back als etwas Wertvolles anzuerkennen, weil das auch nochmal eine Rückbesinnung dessen ist, was auf dem unsere Gesellschaft auch basiert und was unsere Werte und Normen in dieser Gesellschaft auch sind. Warum jetzt diese Auseinandersetzung vor allen Dingen in der Pädagogik? Ich habe ja schon gesagt, es ist nicht besonders neu, aber ganz besonders in diesen jetzigen Zeiten ist es wichtig, darauf zu schauen, was braucht es eigentlich, damit Kinder gut lernen können. Kitas, Horte, Schulen sowieso sind Bildungsorte, das sind Bildungsinstitutionen. Und das heißt, da geht es auch darum, dass Kinder Bildungsangebote bekommen, dass sie gut lernen können. Und das geht nur, wenn sie sich wohlfühlen. Also Wohlergehen, so sagt der Duden, wohlergehend ist der Zustand, in dem es jemandem gut geht. Und die Deutsche UNESCO-Kommission hat 2009 schon gesagt, dass eine Lernmotivation geknüpft ist an Wohlergehen und Zugehörigkeit. Das heißt, unser oberstes Anliegen sollte im Moment auch sein, dass es den Kindern gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich zugehörig fühlen und dass sie sich sicher fühlen in der Einrichtung. Denn dann können Sie von den Bildungsangeboten auch gut profitieren. So, was heißt das jetzt genau für die Praxis? Das war jetzt nur ein kurzer Abriss dessen, was alles in dieser Resilienzforschung und in diesem Resilienzdiskurs enthalten ist. Da finden Sie viel, viel mehr. Es gibt unglaublich viele Veröffentlichungen und tolle, tolle Videos dazu. Aber für uns ist ja nun wichtig, was machen wir damit in der Praxis eigentlich mit den Kindern? Und ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht, schon wieder von Emmy Werner. Emmy Werner, die hat eine große Longitudinalstudie gemacht, eine Langzeitstudie auf einer Hawaii-Insel. Und das ist ganz spannend gewesen, weil sie 32 Jahre lang ungefähr 700 Kinder und Familien beobachtet hat und interviewt hat. Und sie hat gesagt, was Schutzfaktoren, das ist wichtig im Kontext von Resilienz, die entfalten ihre Wirkung aber in einem Prozess. Das heißt, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg, in welchem sie die kindlichen Reaktionen gegenüber einer Stresssituation oder länger dauernden belastenden Lebensumständen abpufferten oder verbesserten, sodass die Anpassung des Kindes erfolgreicher war, als sie es bei Abwesenheit dieser protektiven Faktoren gewesen wäre. Sie sagt protektive Faktoren immer, wir sagen heutzutage Schutzfaktoren. Das ist ganz interessant, weil sie nämlich von diesen 700 Kindern und Familien, die sie untersucht hat, hat sie so circa 210 vulnerable, also sehr verletzliche Kinder, nicht resiliente Kinder beobachten können, die in diesen Stresssituationen und diesen dauerhaft belasteten Lebensumständen sich nicht so gut zurechtgefunden haben und wo diese Lebensumstände auch tatsächlich einen signifikant negativen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hatte. Das heißt, das soll jetzt für unsere Praxis und für die Beispiele, die ich habe, mal unsere Grundlage sein. Diese Kauai-Studie, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, dieser Entwicklungspsychologin von Emmy Werner. Sie können auch dazu ganz viel nachlesen. Und diese Ergebnisse ihrer Forschung sind auch bis heute die Grundlage der Resilienzforschung und des Resilienzdiskurses in Deutschland, aber auch weltweit. Sie hat in dieser Forschung vor allen Dingen drei Bestandteile herausgearbeitet, die die Resilienten von den nicht resilienten Kindern unterschied. Und diese drei Bestandteile sind auch Grundlage der Schutzfaktoren und der pädagogischen Praxis, die aufzeigt, ob wir tatsächlich resilienzfördernd arbeiten oder nicht. Der erste Bestandteil, sagt sie, ist die emotionale Bindung. Sie hat festgestellt, dass die Kinder, die resilient waren, hatten mindestens eine feste Bezugsperson. Sie hat gesagt, es reicht eine
Person im Leben eines Kindes, die eine feste Bezugsperson ist, die das Vertrauen und die Selbstwirksamkeit des Kindes stärkt. Denn da lernt das Kind aus Selbstständigkeit, hier lernt das Kind, um Hilfe zu bitten. Und im Grunde würde eine Person reichen, um das Kind emotional gebunden und zu stärken und als resilient sich entwickeln zu lassen. Ein zweiter Bestandteil, sagte sie, ist Intelligenz und Temperament. Das war so in den 50er Jahren. Heute würden wir sagen eher Persönlichkeit, denn der erste Bestandteil basiert eher auf einer Bindungs-Beziehungsebene zwischen Kind und erwachsener Person. Der zweite Bestandteil bezieht sich eher auf die Persönlichkeit des Kindes selbst. Denn sie hat festgestellt, dass die resilienten Kinder eine durchschnittliche Intelligenz und ein positives Temperament aufwiesen. Das heißt, die hatten eine gewisse Robustheit in Krisensituationen und da gab es eine Verknüpfung zwischen der Zuwendung der Bezugsperson und dem eigenen Glauben daran, dass ich das schon schaffe und dass ich ein richtiger Mensch bin, dass ich richtig bin, so wie ich bin und dass ich für jemanden wichtig bin. Ja, und als letzten Bestandteil, sagt sie, ist der Blick auf Gesellschaft und auf Vernetzung und auf Netzwerke, weil die Wertschätzung von außen auch die innere Haltung fördert. Also das heißt, werde ich von außen häufig gewertschätzt, bekomme ich Anerkennung für das, was ich tue, dann gestaltet es ganz stark auch meine innere Haltung. Und das heißt, diesen resilienten Kindern aus dieser Studie, das hatte sie beobachtet, denen wurde außerordentlich Gute und viel Halt von außen gegeben. Denen wurden Werte beigebracht, ihre Leistungen wurden anerkannt und das Wertesystem, in dem sie sich bewegten, das war auch nicht sehr ambivalent, sondern es war relativ ähnlich, egal in welchen Kontexten sie sich aufhielten. Das sind also die drei Bestandteile, auf die sich auch der Resilienzdiskurs und die Resilienzforschung heute noch beziehen und was Auswirkungen auf unsere pädagogische Praxis hat. Und ich habe mir das mehrfach genauer angeguckt. Sandra Köpper-Joksch hat vorhin schon gesagt, dass wir im Rahmen unseres Instituts erstellen wir ja Online-Fortbildung für die Fachkräfte, unter anderem zur Resilienz. Und da war es mir wichtig zu schauen, wo gibt es eigentlich pädagogische Schnittmengen zu anderen Themen, sodass für die Fachkräfte sich es nicht immer so anfühlt, als wären das einzelne singuläre Themen, die wir in der pädagogischen Praxis bearbeiten müssen, sondern wichtig ist zu verstehen, dass es Schnittmengen zwischen all diesen Themen gibt und dass ich durchaus, wenn ich ein, zwei Projekte mit den Kindern bearbeite oder einen bestimmten Schwerpunkt in meine Arbeit setze, mehrere dieser pädagogischen Themen auch abdecke. Ich muss das nur bewusst haben. Und die für mich vier wichtigsten Schnittmengen, die im Kontext von Resilienz wir uns anschauen müssen, ist natürlich zuoberst Partizipation. Links sehen Sie eigene Entscheidungen treffen, mitgestalten und beteiligt sein. Das ist bei den Säulen der Resilienz und bei den Resilienzfaktoren der APA ganz deutlich wiederzuerkennen, dass es darum geht, daran zu glauben, ich kann aktiv sein, ich bin kein Opfer, ich kann handeln, ich bin selbstwirksam. Das heißt, in dem Moment, wo wir partizipativ den Alltag mit Kindern gestalten und wo wir das Konzept der Partizipation ernst nehmen, tragen wir erheblich zur Resilienz der Kinder bei. Ein zweiter Baustein ist die Erziehungspartnerschaft mit Familien. Denn natürlich kommen wir an den Familien an der Stelle nicht vorbei. Das heißt, wenn wir Familienunterstützung anbieten, wenn wir überlegen, wie wir Familien ansprechen, wie wir Familien beteiligen können, dann helfen wir dem Kind in seinem Selbstbild, unterstützen wir, zeigen, du bist etwas wert und tragen zum Selbstwert des Kindes bei. Also zu dem, was Ermi Werner auch als zweiten Baustein der Persönlichkeit als ganz wesentlich erachtet. Dass es auch Rückmeldung zu mir selbst gibt, Rückmeldung zu meiner Bezugsgruppe, das heißt zu meiner Familie. Also jemand, der mir sagt, ich bin gut so wie ich bin richtig wie ich bin und meine Familie ist etwas wert und deswegen machen die hier auch mit. Die dritte Schnittmenge ist für mich der Kinderschutz, sowohl der institutionalisierte Kinderschutz als auch der Kinderschutz im außerinstitutionellen Kontext, also einmal der 8a und einmal der Paragraph 47. Und da sagen wir, Resilienz und resilienzfördernde Maßnahmen gehen immer einher, dass wir eine sichere Umgebung für Kinder schaffen wollen und schaffen müssen. Denn wir sorgen natürlich nicht dafür, dass wir besonders viele Krisenmomente in der Einrichtung haben, sondern wenn wir Resilienz
fördern wollen, wenn wir Resilienz verankern wollen oder resilienzstärkende Maßnahmen in der Pädagogik verankern wollen, dann heißt das, wir müssen auch reflektieren und darauf schauen, inwiefern unsere Kita oder unsere Einrichtung überhaupt sicher ist, inwiefern wir Sicherheit und gefährdungssensibel arbeiten und inwiefern wir das ernst nehmen und wie gut wir eigentlich informiert sind. Und als letzte Schnittmenge mir ganz, ganz wichtig ist Inklusion und Diversität, also die Berücksichtigung der diversen Vulnerabilität der Kinder und die diverse Ausstattung mit Ressourcen. Das heißt, die Kinder bringen sehr, sehr Unterschiedliches mit. Und das wurde in der Studie, in der Langzeitstudie von Emmy Werner so deutlich, dass die Kinder mit so unterschiedlichen Voraussetzungen in der Einrichtung kommen, dass sie unterschiedliche Pädagogik von uns brauchen und dass sie unterschiedliche Herangehensweisen, Schwerpunkte und auch unterschiedliche Berücksichtigung brauchen. Und das also zu sagen, wenn ich Inklusion ernst nehme, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich inklusiv versuche zu arbeiten, dann trage ich signifikant zur Resilienz der Kinder bei. Da sehen Sie also, da habe ich manchmal 2, 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und wir können mitnichten behaupten, oh, wir haben jetzt mal ein Jahr Partizipation als Thema und danach beschäftigen wir uns mit Inklusion und danach gucken wir auf Resilienz, weil das natürlich alles miteinander verwoben ist und gar nicht so einfach voneinander zu trennen. Gott sei Dank. Wie kann denn jetzt die pädagogische Arbeit zur Stärkung der Schutzfaktoren ganz praktisch aussehen? Ich habe nur mal ein paar Beispiele mitgebracht, die ich gerne nenne und die ich viel beobachtet habe und die ich selber umgesetzt habe. Also was ich in fast allen Richtungen wahrnehme, sind Projekte, die die Gedanken und die Gefühle der Kinder wahrnehmen, die den Kindern helfen, dass sie selber bei sich wahrnehmen. Schon in den U3-Bereich erleben wir das häufig, dass die Fachkräfte mit den Kindern über die eigenen Gefühle sprechen und fragen, wie geht es dir heute? Bist du traurig, fröhlich, wütend oder wie fühlst du dich heute? Und wenn die Kinder anfangen, das selber bei sich zu benennen und das auch an anderen anerkennen und auch an anderen wahrnehmen, dann sind das so erste Schritte, die auch zur Selbstreflexion beitragen. Also wir müssen ja, das war ja deutlich in diesen Kriterien der APA sichtbar, Selbstreflexion und die Fähigkeit, sich selber reflektieren zu können, ist ein wesentlicher Schutzfaktor und Resilienzfaktor, der einen widerstandsfähig werden lässt. Und das bedeutet, dass wir dazu beitragen müssen, indem wir mit den Kindern Gefühle benennen. Und ich habe jetzt nur mal beispielhaft, exemplarisch das Projekt Faustlos vom Heidelberger Präventionszentrum mitgebracht. Da gibt es ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die Gefühle thematisieren mit Kindern, die mit Kindern Gedanken thematisieren, die Kindern helfen in Form von Smileys. Gibt es Gefühlsbarometer, das überhaupt zu benennen. Dann gibt es Projekte und Angebote zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung, also zu der Überzeugung, ich schaffe das alleine, ich kann das alleine. Also jedes Mal, wenn ich in Hospitation sehe, wie Fachkräfte in der Garderobe sitzen und das Kind sagt, ich schaffe meine Schuhe nicht allein. Und sie sagt, doch, guck mal, ich sitze neben dir und ich gucke genau hin, du schaffst das. Dann sind das ganz, ganz, ganz kleine Momente, die zur Resilienz beitragen, weil wir das Kind darin bestärken, es alleine zu schaffen. Und nicht so leicht aufzugeben, sondern zu sagen, du schaffst das, du kriegst es alleine hin. Und da sind wir sozusagen viel resilienzstärkender, als uns eigentlich bewusst ist. Jede Form, jede Möglichkeit für soziale Interaktion. Ich habe jetzt noch hingeschrieben, die bestmöglich frei sind von Diskriminierung und Ausgrenzung. Also das heißt, wir stellen nicht die Kinder in den Außenbereichen und sagen, viel Spaß beim Spielen. Ja, macht mal. Und egal, was passiert, Hauptsache sie agieren sozial. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir auch soziale Interaktionen gestalten, die bestmöglich frei sind von Diskriminierung und Ausgrenzung und in denen die Kinder tatsächlich lernen können, miteinander prosozial sich zu verhalten und zu schauen, was ist denn eigentlich Teilen? Wo fängt Teilen an und wo habe ich das Recht auch zu sagen, stopp, das ist meins. Das ist ja manchmal ganz, das sind ja ganz, ganz, ein ganz schwerer Grat und da, das ist ja eins der Hauptthemen der Kinder in diesem Alter, über den eigenen Besitz, den eigenen Körper, über die eigenen Sachen zu bestimmen. Und dazu gehört dann auch ein Umgang mit Konflikten,
mit den Kindern zu erarbeiten und zu überlegen, welche Lösungsstrategien habt ihr denn in Konflikten? Da gibt es zum Beispiel die Konfliktlotsen oder die Friedensbrücke. Also wenn Sie nachher in der Diskussion noch Fragen haben oder wissen wollen, was die Friedensbrücke ist, ich kann Ihnen das nachher gerne erklären. Das ist tatsächlich ganz, ganz spannend, weil schon so Kinder, 5-, 6-jährige Kinder das durchaus schon ganz gut hinkriegen. Und als letztes, was wir auch anbieten und was wir mit den Kindern auch tagtäglich eigentlich machen in den Einrichtungen, ist die Möglichkeit, Probleme oder überhaupt Situationen selbstständig zu lösen, eigene Erfahrungen zu machen und beteiligt zu sein. Und da haben wir wieder das Stichwort der Partizipation. Das heißt, was wir als Fachkräfte für die Kinder leisten können, gleich gucken wir noch auf die Fachkräfte, aber was wir für die Kinder leisten können, ist erstmal Kinder als Akteurinnen der eigenen Lebenswelt anzuerkennen und wahrzunehmen und nicht davon auszugehen, denn das ist das, was im Moment in dieser Corona-Zeit passiert. Viele Kinder haben einfach den Eindruck, dass über sie hinweg entschieden wird, dass diese ganze Situation so über sie hinwegrollt und dass sie überhaupt nicht mitentscheiden können. Und das ist natürlich ein ganz fürchterliches Gefühl, weil es mich so hilflos macht. Und Hilflosigkeit ist kein gutes Gefühl. Das ist nicht besonders stärkend. Damit wir aber auch resilienzstärkend arbeiten können, müssen wir die Lebensumstände und die Lebenswelten der Familien und der Kinder reflektieren. Wir müssen auch ein bisschen was darum wissen, wie die Lebenswelten der Kinder eigentlich sind, um dann auch inklusiv arbeiten zu können, um auch diversitätsbewusst arbeiten zu können, um auch zu gucken, welches Kind braucht welche Ressource. Ja, und dann braucht es das sogenannte Commitment, also diese positive Grundhaltung und Überzeugung. Ich will auch diversitätsbewusst handeln. Ich will den Unterschied machen, weil ich weiß, dass die Kinder mit so unterschiedlichen Ressourcen bei uns landen und die Kinder auch unterschiedlich gestärkt werden müssen. Ja, das schaffe ich nur, indem ich auch Netzwerke bilde und zwar nicht nur in der Einrichtung mit meinen Kolleginnen, sondern auch außerhalb der Einrichtung. Ich nenne es auch, so wie so viele andere, immer thinking outside the box. Also ruhig auch mal Leute um Hilfe bitten oder auch mal um Meinungen bitten, die nicht Pädagoginnen sind, die einen völlig anderen Blick auf die Situation haben und auch eine ganz andere Einschätzung dazu. Jetzt hatte ich eingangs gesagt, der letzte Teil meines Vortrags bezieht sich schon auch auf die Fachkräfte selbst. Denn die dürfen wir in diesem ganzen Kontext von Resilienz und Corona-Krise überhaupt nicht aus dem Blick verlieren. Die sind ein wesentlicher Bestandteil der Einrichtung und sie sind auch genauso Akteurinnen in diesen Kitas wie die Kinder und Familien auch. Und umso wichtiger ist es, sich also diese Ambivalenzachse mal anzuschauen zwischen Erschütterung und gleichzeitig der Anforderung, Sicherheit zu geben. Was sind denn eigentlich Ambivalenz in der pädagogischen Arbeit? Da kennen Sie bestimmt ganz, ganz viele. Denn vieles in unserem Arbeiten ist überhaupt nicht eindeutig. Also vieles von dem, was wir tun, ist ein permanentes Abwägen zwischen dem einen und dem anderen. Und mal mache ich es ein bisschen so und mal mache ich es ein bisschen so. Das heißt, wir balancieren permanent unser Handeln aus. Und das basiert auf unseren Grundüberzeugungen und Grundsätzen. Die sind zum Teil sehr unterschiedlich und brauchen auch eine permanente Abstimmung mit meinen Kolleginnen und einen permanenten Abgleich mit den aktuellen fachlichen Diskursen. Und ich benenne und bearbeite mit den Fachkräften häufig die Ambivalenzen, wenn es um den Kinderschutz geht. Sie kennen vielleicht das ganz bekannteste Beispiel ist die Auseinandersetzung um Nähe und Distanz. Einerseits sollen wir den Kindern und den Familien nah sein, aber nicht zu nah. Wir sollen auch distanziert sein. Und das ist natürlich eine Ambivalenz, die wir permanent austarieren und ausbalancieren müssen. Und genauso verhält es sich auch mit der Erschütterung und Sicherheit. Also einerseits erleben die Fachkräfte gerade ein großes Format an Erschütterung und an Unsicherheit, an Hilflosigkeit. Und sie sollen gleichzeitig aber den Kindern auch und den Familien Sicherheit geben. Sie sollen aufklären und sie sollen ruhig bleiben und sie sollen ganz geduldig sein mit der Situation. Und das ist ein ganz schön hoher Anspruch. Was können wir also tun, wenn die Fachkräfte selber erschüttert sind und wenn sie so Gefühle haben und Blockaden, Ohnmacht fühlen und Hilflosigkeit? Ja, und wie können sie diesen Spagat meistern? Und das allein wäre schon ein Vortrag für sich. Aber im Grunde kann man einfach sagen, wenn man sich diesen Kontext von Resilienz mal genau anguckt, gilt für die Fachkräfte genau das Gleiche wie für die Kinder natürlich auch. Also die gleichen Schutzfaktoren gelten hier. Es geht darum, die Fachkräfte in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken und handlungsfähig zu bleiben. Also überzeugt zu sein, ich kann etwas tun. Und sei es, dass ich einen Seifenspender hinstelle.
Und sich im Team zu überlegen, was können wir denn stattdessen machen? Wir haben eine Kollegin in Quarantäne zum Beispiel, was können wir jetzt tun? Und nicht zu resignieren. Und wenn ich das Gefühl habe, ich resigniere, das zu thematisieren mit meinen Kolleginnen, zum Thema zu machen und zu besprechen, wie gehen wir damit um? Im Grunde zählt auch dazu, dass ich positive Beziehungen suche und bewusst welche gestalte. Das heißt, dass ich auch ganz bewusst in solchen Situationen Kolleginnen aufsuche, um Hilfe frage. Das ist etwas, was ich häufig in den Kitas vermisse, worin ich übrigens selber auch nicht besonders gut bin, um Hilfe zu fragen, zu sagen, kannst du mir bitte helfen? Im Moment klappt das gerade nicht so gut oder ich bin so belastet, ich kann nicht mehr. Und das gezielt zu nutzen, denn das Fragen um Hilfe ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Resilienz. Also das Vertrauen darauf, dass andere Menschen mir helfen und mir wohlgesonnen sind und mir nichts Böses wollen. Und da sehen Sie, das unterscheidet sich nicht so wahnsinnig und nicht so signifikant von dem, was wir eigentlich auch mit den Kindern erarbeiten. Und das heißt, was können denn die Fachkräfte an dieser Stelle leisten? Sie können sich selber als Akteure der eigenen Lebenswelt wahrnehmen und anerkennen. Also ich bin Akteurin meiner Lebenswelt. Ich gestalte mein Handeln und meine Atmosphäre. Ich bin dem nicht ausgeliefert. Jeden Tag, wenn ich in die Einrichtung komme, entscheide ich, wie ich diese Tür betrete und was ich mit den Kindern mache und wie sehr ich diese Corona-Situation auf mich einwirken lasse oder nicht. Oder ob ich mit den Kindern vielleicht auch noch andere Themen in die Kita transportieren kann als immer nur Corona. Ob ich vielleicht trotzdem auch den Situationen der Kinder arbeiten kann, wenn es um Blätter geht, wenn es ums Wetter geht, wenn der Schnee fällt. Und dazu braucht es auch die Reflexion meiner eigenen Lebensumstände, meiner eigenen Lebenswelt und auch den Austausch mit anderen. Also sprich auch mit Menschen, die mir ein Feedback geben, Menschen, die mir eine Rückkopplung geben, eine Rückmeldung und mir spiegeln, wie wirke ich auf andere, wie habe ich mich vielleicht in der Corona-Zeit verändert oder ne, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist ja nicht immer deckungsgleich. Und auch hier gilt, eigene Netzwerke zu etablieren und sich ruhig mal den Input von außen dazu zu holen. So, ich komme mal zum Abschluss und habe noch so zwei kleine Tipps, die ich mir selber so ausgedruckt jeden Tag hinhänge. Ich muss mal dazu sagen, das eine ist das zu referieren und das andere ist natürlich das als Privatmensch umzusetzen. Das bedarf ganz, ganz viel Übung und das heißt, die Geduld nicht zu vergessen mit sich und mit den anderen nicht und auch einfach manchmal fehlerfreundlich zu sein. Auch das sind ganz, ganz wesentliche Bestandteile von Resilienz, denn wir alle lernen das gerade, wir haben alle keine Erfahrung mit Corona und Pandemien und das heißt, da kann jetzt total viel schief laufen und wenn Ihnen mal das Internet abkracht, ist das überhaupt gar kein Problem, das ist irgendwann wieder da. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, das war mein Vortrag und ich stehe jetzt bereit zu Rede und Antwort. Ja, danke, liebe Anne, für diesen zwar sehr schnell gesprochenen Vortrag, aber für diesen super praxisnahen Bezug, den du uns gerade hier vermittelt hast. Das ist schön, dass du uns jetzt auch noch Rede und Antwort stehst, weil wir haben tatsächlich ein paar Fragen im Chat bekommen, die wir einfach mal direkt stellen würden. Auch für die anderen Teilnehmer gilt natürlich, den Vortrag können Sie später auch noch mal einmal anschauen. Fragen können Sie auch gerne weiterhin im Chat stellen, wenn die jetzt bei Ihnen im Nachgang auftauchen. Uns hat eine Frage erreicht, und zwar, liebe Anne, gibt es eigentlich eine Definition von Krise, die allgemein gültig ist? Und kann man das überhaupt machen? Weil je nach Resilienz der einzelnen Person ist eine Krise ja etwas anderes. Genau, also grundsätzlich gibt es auch hier sehr unterschiedliche Definitionen, aber in der Psychologie wird Krise häufig mit einer schwierigen Lebenssituation beschrieben, mit einer Situation, wo meine bisherigen Strategien und Mechanismen, die ich so Handlungsmechanismen, die ich habe, die ziehen und gelten plötzlich nicht mehr. Also nichts funktioniert mehr von dem, was ich bisher habe anwenden können. So, und das ist häufig eine Krise, weil wir gefordert sind, uns etwas Neues auszudenken. Und das, wenn Sie zum Beispiel einen Unfall haben, womit Sie überhaupt nicht gerechnet haben, dann sind ganz viele Menschen erstmal sprachlos oder schockiert in so einer Starre, weil all das, was wir sonst immer machen, all diese ritualisierten Strategien, die wir haben, plötzlich nicht funktionieren. Und das ist eine Krise.
Und würdest du denn sagen, je nachdem, wie viel Resilienz, oder kann man das sagen, ein Mensch ist resilienter als andere und der kann dann anders oder besser auf Krisen reagieren? Also ist ein resilienter Mensch vor Krisen mehr gefeit als ein nicht resilienter? Oder Also kann ein nicht vor resilienter der besser umgehen? Genau. Genau, also vor der Krise gefeit ist man nicht, weil das, man kann ja nicht die Zukunft vorherbestimmen, ne? Ich kann nur, die Frage ist nur, mit welchem Optimismus und mit welcher Grundhaltung gehe ich eigentlich an diese Krise ran? Und wir erleben, und das ist ja das, was bei Emmy Werner so deutlich wurde, dass von den 700 Kindern doch knapp 500 Kinder zum Teil sehr schwierige Lebensverhältnisse hatten, aber trotzdem gestärkt aufgewachsen sind und sie sich gefragt haben, wie haben diese Kinder das geschafft, wenn andere Kinder in den gleichen Lebenssituationen aufgewachsen sind und die haben das nicht so gut verkraftet. Was hatten diese Kinder? Und das heißt, wir können durchaus schon behaupten, dass resiliente Menschen insgesamt, nicht nur Kinder, Krisenzeiten besser überstehen und bessere, neuere Strategien für sich daraus ableiten, weil sie diesen Optimismus haben und diese Grundhaltung. Im schlimmsten Fall habe ich was gelernt und alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Also das ist so ein bisschen die Grundhaltung zur Resilienz und da ist der große Unterschied. Ja, vielen Dank, Anne. Ich erlebe hier auch gerade Fehlerfreundlichkeit, denn meine Lampe ist hier etwas merkwürdig, falls sich jemand wundert, dass ich jetzt so bleich aussehe. Aber ja, das gehört dazu, nicht wahr, Anne? Genau, ich habe auch noch ein paar Anmerkungen aus dem Chat. Und zwar hat jemand geschrieben, das passt gerade ganz gut, dass es im chinesischen Sprachgebrauch zwei gleiche Zeichen gibt. Und diese Zeichen bedeuten im übertragenen Sinne sowohl Krise als auch Chance. Auch nochmal eine sehr spannende Anmerkung. Und ganz am Anfang kam im Chat nochmal so dieses Thema auf, ja, dass es eben eine sehr große Herausforderung ist, Sicherheit zu geben, wenn ich selber unsicher bin. Magst du dazu vielleicht nochmal was sagen? Das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Genau, das bezieht sich ja auf den letzten Teil dessen, was ich vorgestellt habe. Wichtig ist überhaupt erstmal anzuerkennen, dass das wie bei Faust zwei Teile meiner Seele. Also ich anzuerkennen, im Moment bin ich vielleicht nicht die 180-prozentige pädagogische Fachkraft, die ich normalerweise bin, weil ich selber Teil dieser Krisensituation bin, weil ich sie selber erlebe. Das erstmal als Teil an sich selber anzuerkennen und damit auch ganz offensiv in die Einrichtung zu gehen und auch gegenüber den Kindern rückzumelden. Das kann sein, dass gerade nicht alles so läuft wie sonst und dass vielleicht manches auch holprig ist, aber wir schaffen das zusammen. Das eher als Atmosphäre zu gestalten, als zu versuchen, den gleichen Alltag zu etablieren, dieselben Projekte und Angebote zu etablieren, die es vielleicht vor der Corona-Zeit gab. Denn das ist, glaube ich, ein relativ hoher Anspruch und daran können die Fachkräfte nur zerbrechen, weil dann leugne ich, dass ich selber gerade sehr angespannt und belastet bin und dass ich selber gerade Ressourcen von mir abschöpfe, die ich normalerweise für etwas anderes nutzen kann. Also zu sagen, dann Mut zur Lücke. Ich schaffe gerade pädagogisch gesehen nicht das, was ich normalerweise leisten kann. Und das den Kindern, als auch meinen Kollegen, als auch den Familien rückzukoppeln und zu sagen, wir schaffen das gemeinsam, aber nur, wenn wir, ich mag den Begriff Abstriche nicht, aber wenn wir an der Stelle auch Abstriche machen und wenn wir sagen, Mut zur Lücke, hier passieren auch Fehler und ich kann nicht so arbeiten wie sonst, aber wir machen das Beste draus. Da würde ich ganz gerne mit anschließen, mit diesem, wir machen das Beste raus. Wir haben im Chat auch eine Frage oder eine Anmerkung, dass der theoretische Inhalt sieht allerdings in der Praxis ganz anders aus und lässt sich eventuell nur ansatzweise verwirklichen. Es kommt halt auch immer auf das Pädagogenteam an. Ich würde da die Frage von mir direkt anschließen. Was macht man denn, wenn das halbe Team im Homeoffice ist und das andere Team ist in der Kita? Wie kann man denn dann ein Gemeinschaftsgefühl als Team kriegen? Wie kann man daran arbeiten? Also da sind wir übrigens bei der Schnittmenge zu Inklusion und Diversität, weil ich ganz häufig erlebe, dass Teams bei mir anrufen, die genau dieses Problem haben und wo das gar nicht besprochen wird. Und offensichtlich ist das aber ein Thema und es wurmt die Kollegen, aber keiner spricht darüber. Und das heißt, mein erster Tipp wäre, dass sie das überhaupt als Thema im Team überhaupt benennen und sagen, ja, das kann sein, dass es sich für euch ungerecht anfühlt und ihr habt sogar das Recht, dass es sich so anfühlt. Und da, das ist übrigens das, was ich vorhin bei den Kindern erklärt habe. Eigene Gefühle benennen und eigene Gefühle aussprechen und sie nicht leugnen, sondern sagen, ja, das ist Teil von mir. Ich bin neidisch, dass die Kollegin zu Hause bleiben darf.
darf im Homeoffice und ich muss in die Kita gehen und habe selber schulpflichtige Kinder zu Hause und weiß nicht, wie die betreut sind. Das ist okay zu sagen, ich bin neidisch, weil ich auch wäre auch gerne zu Hause zum Beispiel. Und das überhaupt im Team zu benennen und zu sagen, das ist jetzt gerade Teil unserer aller Lebensrealität, dass wir aufgrund unterschiedlicher Kontexte, unterschiedlicher Rahmenbedingungen, unterschiedlicher Gesetzmäßigkeiten zum Teil zu Hause sind und müssen, zum Teil nicht zu Hause sind und auch nicht dürfen. Und keiner von uns sucht es sich wirklich freiwillig aus. Und das zu benennen und anzuerkennen, zu sagen, ich verstehe, dass das sich für dich blöd anfühlt. Was kann ich denn machen und was kannst du denn machen? Und wenn wir jetzt nochmal bei Resilienz gucken, Kolleginnen sind zu Hause, die anderen Kollegen sind in der Kita, dann würde ich den Kollegen in der Kita sagen, Mut zur Lücke und vielleicht müsst ihr eben nicht all das pädagogische Repertoire, was ihr normalerweise auf der Platte habt, jetzt volles Rohr zeigen, sondern vielleicht könnt ihr einfach auch gucken, das ein bisschen slow down zu machen, um sowohl euch als auch die Kinder nicht überanzustrengen. Und die Kolleginnen im Homeoffice, denen würde ich empfehlen, einfach zu gucken, mit Empathie und Verständnis auch auf die Kollegen zu reagieren, die in der Einrichtung sind und nicht nur zu sagen, ja, ich weiß gar nicht, was die wollen und haben ja da auch wenig Kinder, sondern zu gucken, dass wir mit Verständnis und Empathie aufeinander reagieren. Übrigens auch ein Teil von Resilienz, nämlich zu sagen, ich erkenne die Gefühle und die Bedürfnisse meines Gegenüber an und setze nicht nur mich als Nabel der Welt. Dazu passt vielleicht auch noch ein sehr emotionales Thema, das auch noch im Chat genannt wird. Es schreibt dir halt jemand, dass bei Ihnen im Team ein großes Thema auch das Thema Tod und Verlust bei Mitarbeitern ist, die eben durch Corona Familienmitglieder im Ausland verloren haben. Und hast du dafür noch Tipps zur Unterstützung? Naja, also gerade Tod und Verlust, das sind natürlich große Krisenmomente, die wir, also was ich schon häufig auch mit Teams bearbeitet habe, wie gehen wir überhaupt auch mit Kindern, wie arbeiten wir auch Tod, bearbeiten wir auch Tod im Team und wir bearbeiten wir Tod mit den Kindern. Und das sind im Moment auch Krisen, wo es in erster Linie auch anzuerkennen gilt, dass die Kollegen, die das besonders emotional trifft oder die einfach auch emotional damit ringen, jetzt auch gerade nicht die 180-prozentige Erzieherin sind und dass sie sehr belastet sind. Und auch hier zu gucken, wie können wir da vielleicht ein Stück weit für Entlastung sorgen. Zweitens, das immer wieder auch zu benennen und nicht zu sagen, jetzt haben wir ja schon dreimal drüber geredet, jetzt ist aber mal gut, weil im Sinne der diversitätsbewussten Arbeit haben wir alle ein unterschiedliches Vermögen oder einen unterschiedlichen Bedarf, unseren Akku wieder aufzufüllen. Und die eine Kollegin muss eben fünfmal mehr drüber sprechen und die andere Kollegin fünfmal weniger. Und wenn jemand emotional zusammenbricht und einfach traurig ist, weil Trauer sich einfach nicht so einfach steuern lässt, dann ist es auch in Ordnung und braucht dann keiner Bewertung oder keiner Kommentierung. Und da sehe ich eine große Schwierigkeit, immer wenn wir die Sachen nicht benennen, immer wenn wir versuchen, Gleichheit für alle herzustellen, dann wird es problematisch. Sondern ich versuche ja immer zu erklären, dass es nicht Gleichheit braucht im Umgang miteinander, sondern eher eine Ungleichbehandlung, die zu Gerechtigkeit führt. Und in dem Fall gilt genau das Gleiche. Ich muss also schauen, wie ich meine Kolleginnen und die Kinder auch ungleich behandle und diejenigen, die trauern, denen muss ich einfach auch Möglichkeiten geben, trauern zu können. Und sei es, dass ich erlaube mal, obwohl Feuer in der Kita nicht erlaubt sind, aber vielleicht kann ich ja auch mal Kerzen anstellen oder anmachen mit den Kindern. Da wird ja vielleicht auch eine LED-Kerze funktionieren, wenn es kein echtes Feuer sein darf. Aber genau, man muss kreativ werden und Lösungen einfach finden. Uns hat im Chat jetzt, auch wenn es ein bisschen ein thematischer Bruch ist, im Chat mehrere Fragen zur Friedensbrücke. Das hattest du ja schon angekündigt, dass du da gerne noch was zu erzählen könntest. Und in dem Zusammenhang hat mich auch noch die Frage erreicht, wie kann man denn Kinder, die jetzt nur noch zu Hause sind, in dieser Resilienz fördern? Ob du da noch einen Tipp hast? Also zwei Fragen für dich. Genau, also ich schreibe mir das mal schnell auf. Also Kinder zu Hause und die Friedensbrücke. Genau, das dachte ich mir fast, dass das kommt, weil ich das so irre gut finde. Das ist eigentlich eine Methode, die in den Grundschulen, in den Horten viel verwendet wird. Das ist, wenn Sie das auch mal googeln, das ist tatsächlich die Grafik einer, vielleicht zeichne ich das mal eben auf, einer Brücke, so klassisch, wie so ein Podest sieht das aus. Ungefähr so. Ich hoffe, Sie können es sehen.
Ja, das ist so ein bisschen so eine Brücke. Und beide Kinder sozusagen, die einen Konflikt miteinander haben, da gibt es ganz unten am Start dieses Podestes eine Grafik, nämlich einen Mund. Und dieser Mund bedeutet, dass die Kinder beide, erst der eine, dann der andere, erzählen, was ist eigentlich passiert. Dann gehen sie beide eine Treppe hoch und da gibt es dann das Symbol eines Herzens bei beiden. Das heißt, da berichten die Kinder, wie sie sich fühlen. So, dann gehen sie wieder einen Schritt höher und da ist dann das Symbol einer Glühbirne, die leuchtet. Was wünsche ich mir als Lösung von dem anderen? Und ganz oben kommen sie dann zusammen an und da gibt es dann die gemeinsame Lösung. Das ist das Symbol, wie die Kinder sich die Hände greifen. Und das ist halt für Kinder so gut, die zum Beispiel noch nicht lesen können, weil diese Symbole für die Kinder so einfach zu verstehen sind. Es gibt den Mund, es gibt das Herz, es gibt die Glühbirne und es gibt die Hände, die sich aneinander fassen. Und es ist jedes Mal immer einer sozusagen, so nacheinander sind die einzelnen Kinder dran. Und diese Idee der Friedensbrücke, ich kenne das eben häufig aus den Grundschulen, so wie die Streitschlichter und Konfliktlotsen. Und ich habe mittlerweile aber viele Kitas, die auch in unterschiedlichen Partizipationsprojekten drin waren, die das erprobt haben und gesagt haben, du kannst es durchaus auch wirklich schon wunderbar mit 5-, 6-Jährigen üben und ritualisieren, sodass die dann sozusagen alleine, die holen sich dann sozusagen entweder noch jemanden dazu oder wissen, wir gehen jetzt zur Friedensbrücke. Das ist dann so eine Grafik an der Wand. Und dann stehen sie da beide so gegenüber und wissen sozusagen, erst du, dann ich, erst du, dann ich, erst du, dann ich. Und so gehen sie beide sozusagen in dieser Grafik diese Treppe hoch. Und das ist wirklich schön, wie die Kinder sich eigene Konfliktlösungsstrategien aneignen. So, wenn Sie das googeln, Friedensbrücke, finden Sie ganz viel. Nicht irritieren lassen, dass da mal Lehrerinnen steht, sondern das kann man auch in der Kita gut machen. Und die zweite Frage war, Kinder zu Hause, wie können wir die Resilienz der Kinder zu Hause stärken? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht in erster Linie darum, die Selbstwirksamkeit der Kinder zu stärken, dass sie selbst Akteurinnen sein können, dass sie beteiligt sind. Und das heißt auch auf die Entfernung hinweg, also mit Kindern zu kommunizieren. Ich habe eine Kita des Kinderschutzbundes in Schleswig-Holstein, mit denen ich arbeite. Die haben sowohl im ersten Lockdown als auch im zweiten Lockdown für alle Kinder so Beutelchen hängen, wo sie immer zu bestimmten Uhrzeiten dann so Post für die Kinder reinmachen. Die Kinder bearbeiten das und tun das dann irgendwann wieder rein. Da gibt es übrigens keine Deadline oder sowas, damit die Eltern nicht unter Druck geraten. Und das ist interessant, weil es alles Materialien sind, wo das Kind was über sich erzählen soll oder meine Familie, was kann ich besonders gut, also so ein bisschen wie in einem Poesiealbum, Steckbriefe war das immer, ne? Meine Lieblingsfarbe, mein Lieblingsessen und das, all das trägt ja dazu bei, dass die Kinder etwas über sich selber erfahren, dass die Kinder selber auch gestärkt werden und wissen, dass es toll, wer du bist und dass es super, wie du bist. Und insofern würde ich sagen, auch auf die Distanz gibt es durchaus Möglichkeiten, die Kinder zu stärken und Resilienz stärken zu arbeiten. Super, danke schön. Ich habe noch eine Frage. Ich arbeite die jetzt ein bisschen ab, weil ich doch das Gefühl habe, ich möchte sehr gerne den Teilnehmern einfach auch nachkommen und ihre Anmerkung hier irgendwie möglichst doch irgendwie ja anzuführen. Und zwar würde ich das gerne einfach einmal vorlesen. Und zwar, Krisen sind für mich so negativ besetzt. Resilienz stärkt sich doch auch bei erfolgreichen Übergängen, oder? Als Beispiel ist ja zum Beispiel der Übergang Kindergarten und Grundschule zu nennen. Also viele Kinder nehmen diesen Übergang ja auch gar nicht als Krise wahr. Genau, also deswegen finde ich es auch schöner, Krise wirklich zu übersetzen als eine Lebenssituation, wo die bisherigen Strategien, die ich habe, nicht greifen, sondern ich gerade in eine Situation und ich weiß jetzt plötzlich nicht mehr, was ich machen soll, ich brauche eine neue Strategie. Krise, holla! Genau, hier im Chat werden auch noch mal ein paar Beispiele gesammelt dafür, wie man eben jetzt den Kontakt auch noch mal halten kann. Ich muss mich hier selber mal eben gerade ein bisschen durchscrollen. Ich lese es mal zum Vor, weil auch einige eben ja nicht ständig den Chat sehen können. Hier schreibt eine Kollegin zum Beispiel, wir haben für die Kinder zum Beispiel Stoffbeutel mit einem Stoffmalstift, Bastelangebote etc. gefüllt und den Kindern mitgebracht. Und darüber schreibt auch noch mal eine Kollegin, jetzt muss ich mal ein ganz kleines Stückchen hochscrollen, dass es ja auch gar nicht so schwierig sei, Kinder zu erreichen, die eben nicht in der Einrichtung sind. So, muss ich es mal eben wiederfinden. Genau, hier steht zum Beispiel noch, wir haben in der Kita ein Online-Programm, das heißt Lerndu. Und da können die Eltern mit den Pädagogen chatten. Wir lesen Bilderbücher von Filmen
und teilen das zum Beispiel oder geben Bastelideen weiter oder Ideen für Ausflüge. Genau. Hier, und dann geht es auch nochmal um gewaltfreie Kommunikation in einer sehr bildhaften und kindlichen Version. Da geht es eben nochmal um die Friedensbrücke. Hast du da noch weitere Ideen dazu, Anne? Mir haben so viele, so unglaublich viele Kitas Beispiele genannt, wie sie versucht haben, die Kinder zu erreichen in Corona und wie sie versucht haben, den Kindern so ein positives Grundgefühl mit auf den Weg zu geben. Da hat ein Träger in Recklinghausen, die haben einen Podcast selber entwickelt oder und einen YouTube-Morgenkreis. Und da war immer das Thema, wir sind alle unterschiedlich zu Hause, aber wir gehören alle zusammen. Und das fand ich total nett, weil sie zum Teil für diejenigen, die keine digitalen Endgeräte zu Hause haben, die haben nämlich eine sehr tolle armutssensible Brille bei allem, was sie tun. Und die haben dann einfach geguckt, dass sie das vorher bei den Eltern abgefragt haben. Ich habe gerade geschrieben, hier schreibt auch jemand, gesehen, hier schreibt auch jemand wegen der Sprachkenntnisse. Genau, das wollte ich als nächstes fragen. Genau. Nein, die haben in der Tat geguckt, dass sie das auch gerade bei den Eltern, deren die Schriftsprache nicht lesen können, dass sie mit den Eltern am Fenster, die hatten am Leitungsfenster haben sie die Materialien übergeben und haben geguckt, dass sie es über Google Translate zum Beispiel den Eltern trotzdem vermitteln, worum es geht, dass dann morgen zum Beispiel ein YouTube-Kanal, also ein YouTube-Video kommt. Und für die Kinder war es überhaupt schön, ihre Erzieherin zu sehen. Die haben mir erklärt von dem Träger, dass es gar nicht so relevant war, wirklich zu verstehen, worum es geht, sondern für die Kinder war es sehr stabilisierend und schön, einfach im Alltag immer regelmäßig ihren Morgenkreis zu haben und ihre pädagogischen Fachkräfte zu sehen, gleich welcher Sprache. Und sie haben aber geguckt, dass sie im Morgenkreis die unterschiedlichen Sprachen der Eltern auch benennen und begrüßen und dass sie auch hier im Sinne der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung, würden wir übrigens sagen, Ich-Identität stärken, Bezugsgruppen-Identität stärken. Da sehen Sie diese Schnittmengen dieser unterschiedlichen Themen, die da einfach ineinander greifen. Und das heißt, übrigens auch für Krippenkinder. Ich habe gesehen, ja, was ist eigentlich mit Krippenkindern? Auch da, also es ging den Kollegen wirklich darum, dass die Kleinen diese 10 Minuten zuhören und einen Bezug zu ihrer Einrichtung haben, selbst wenn sie nicht da sind. Und ich weiß, dass viele der Fachkräfte das weiterhin auch so machen, zum Teil, weil sie Kinder in der Einrichtung haben und andere Kinder nicht, damit einfach alle dabei sind. Ich habe hier noch eine Frage im Chat, die ich einmal eben vorlese. Da kommen gerade so viele Posts und Nachrichten rein. Es ist ganz schwer für uns, da resilient zu bleiben und zu sagen, ach egal, du schaffst das schon. Du wirst schon den Leuten hier gerecht. Und zwar die Frage ist, kann man bei der Förderung von Resilienz in der praktischen Arbeit und Erziehung auch von der anderen Seite des Pferdes runterfallen? Ich verstehe das so, dass Sie befürchten, dass wir vielleicht zu viel stärken und dass wir vielleicht den Kindern zu viel, dass die Kinder vielleicht zu egoistisch werden dabei. Ist das so, verstehe ich das richtig? Inga, würdest du das ähnlich deuten? Ich würde das ähnlich deuten, genau. Okay. Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Und wenn ich dann nochmal auf die Kriterien der APA raufgucke, da geht es auch darum, dass ein Resilienzfaktor auch ist, die Welten und die Bezugsrahmen der anderen in mein Handeln mit einzubeziehen, empathisch zu sein und auch solidarisch zu sein. Das heißt, wenn ich wirklich resilienzstärkend arbeite und mich mit diesen Faktoren beschäftige, dann kann das eigentlich nicht passieren, weil ich permanent versuche, diese Balance zu halten. Schön, dass ich jetzt alle möglichen Links habe, aber nicht. Frau Seitz, ich glaube, ich höre Sie gerade. Genau. Ich glaube, Sie haben gerade Ihr Mikro angestellt, aber jetzt ist es wieder gut. Genau, also was ich sagen wollte, ist, wenn ich wirklich mich entsprechend der Kriterien der APA sozusagen oder der 7 Säulen orientiere, dann heißt es eben nicht nur, die Kinder zu stärken, zu sagen, du bist ja ein richtig toller Typ, Mensch, sondern auch zu sagen, und weißt du was, neben dir sind noch 25 andere richtig tolle Typen Menschen und jetzt gucken wir, dass jeder seinen Raum bekommt und gleichzeitig auf jeden Rücksicht genommen wird. Eine ganz spannende Frage, finde ich, die hier noch gekommen ist, ist, was ist zu beachten bei Kindern mit intellektuellen Beeinträchtigungen, weil du im Vortrag eben vorhin auch Intelligenz als Schutzfaktor genannt hast. Genau. Mir ist immer ganz wichtig, das Format der Kontextualität da einzubeziehen. Also Emmy Werner, die hat in den 50er Jahren angefangen zu forschen, bis in die 80er Jahre hinein. Da war die Diskussion in Intelligenz und Intelligenztests eine ganz andere als heute, 40, 50 Jahre später. Das muss man einfach berücksichtigen. Deswegen sagen wir heute, reden wir eher von Persönlichkeit als von Intelligenz. So, das möchte ich nochmal an der Stelle ganz deutlich sagen. Und
im Sinne der Behinderung, Beeinträchtigung, ist es genauso wichtig, die Kinder zu stärken und widerstandsfähig zu machen, wie alle anderen Kinder auch. Und jetzt komme ich aber mit meiner Inklusionsbrille und sage, man muss aber berücksichtigen, dass Kinder mit Beeinträchtigung aufgrund ihres Identitätsmerkmals von Benachteiligung und Diskriminierung betroffen sind. Nämlich Behinderung und Beeinträchtigung wird in dieser Gesellschaft auch institutionell immer noch auch diskriminiert. Und diese Menschen sind benachteiligt. Das heißt, da sollten wir besonders darauf gucken, dass diese Kinder resilient sind und in ihrer Resilienz gestärkt werden und dass sie von uns mehr bekommen an Empowerment und an Stärkung als vielleicht andere. Deswegen sagte ich auch, wichtig ist anzuerkennen, nicht Gleichheit, nicht für alle Kinder das Gleiche, sondern ungleiche Verteilung der Ressourcen unter Berücksichtigung der Merkmale, die die Kinder mitbringen. Und wenn ich weiß, da sind Kinder, die bringen vielleicht den Aspekt der Behinderung, Beeinträchtigung mit, dann weiß ich, dass sie innerhalb dieser Gesellschaft immer noch auch von Diskriminierung betroffen sind und dass diese Kinder besonders viel Widerstandskraft brauchen, um das zu bestehen und um da auch gestärkt durchs Leben gehen zu können. Ich würde jetzt einmal dazwischen gehen, weil ich sehe, dass die Zeit ganz, ganz knapp ist, wir nur noch 3 Minuten haben. Und da aufgrund der Tatsache, dass wir so viele Links im Chat haben und die Teilnehmer auch schon fragen, wo finde ich dies, wo finde ich das, dass wir allen noch genügend Zeit lassen, den Chat noch einmal durchzuscrollen, um die möglichen Links zu Early Excellent und allen möglichen anderen Zeit noch einmal durchzuscrollen, weil wir jetzt schwer alle Links noch einmal hier in diesen Chat stellen können. Würde ich sagen, liebe Anne, bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für deine Vortrag mit dem tollen Input. Den Teilnehmern geben wir jetzt noch die Chance, auf jeden Fall im Chat zu scrollen, auch gerne dem Link folgen, unseren Vortrag zu bewerten und einzuschätzen, was hat Ihnen gut gefallen, was finden Sie noch ausbaufähig, wo können wir uns noch verbessern. Da sind wir sehr gespannt auf Ihre Rückmeldung. Wir arbeiten auch stetig weiter, probieren weiterzuentwickeln, dass wir auch wirklich am Zahn der Zeit sind und auch die Praxis einfach gut im Blick haben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich gebe nochmal an Sandra zum Bedanken. Ja, herzlichen Dank, Anne. Es kommt auch ganz, ganz viel positives Feedback gerade im Chat. Und ich finde auch, du hast das wieder sehr, sehr lebendig rübergebracht mit ganz viel Praxisbeispielen. Und das bestätigen die Rückmeldungen hier im Chat auch. Resilienz ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das wurde auf jeden Fall nochmal sehr deutlich. Und dass wir gerade in so einer für viele doch auch sehr schweren Zeit Kinder und Familien stärken. Ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Sache. Und danke für deine Unterstützung dabei und für die Motivation auch für alle Fachkräfte, die heute dabei waren. Wir werden auf jeden Fall die Sachen, die jetzt im Chat auch genannt worden sind, nochmal durchschauen, ob wir das an bestimmten Stellen vielleicht auch nochmal einbringen können. Es kam ja hier auch nochmal die Frage nach der Teilnahmebescheinigung, die können Sie sich hier runterladen. Es wurde aber ja auch schon durch meine Kollegin und Herrn Mack auch schon gesagt, Sie können das auch gerne sonst, wenn es Probleme gibt, uns nochmal eine E-Mail schreiben. Ja, dann freuen wir uns, wenn Sie unter dem Link, der eben geschickt wurde, noch ein kurzes Feedback geben. Das sind auch wirklich nur 3 kleine Fragen, die sind ganz, ganz schnell zu beantworten. Da freuen wir uns sehr, wenn wir darüber nochmal was von Ihnen hören. Und dann bedanken wir uns. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen, bei Holger Mack natürlich und natürlich auch ganz besonders bei dir, Anne. Wunderbar, dass du heute da warst und auch bei Ihnen allen, die heute dabei waren und teilgenommen haben und sich immer so fleißig für unsere Veranstaltung anmelden. Wenn Sie mögen, können Sie Ihre Kameras nochmal einschalten, dann können wir uns alle noch einmal sehen und zum Abschluss noch einmal zuwinken.